Ja, in der Meditation kamen dann relativ schnell Schmerzen in der Sitzposition, sodass ich dann mich auf den Bauch gelegt habe, mit der Zehe und dem Alter bin ich angefangen und dann mit dem Schälen des Fleisches und dann bin ich auch immer wieder abgedriftet und bin zu einzelnen Segmenten von den fünf Phasen zurückgegangen. Also es war relativ viel innerer Widerstand da, sich mit den Dämonen und angegriffen oder getötet werden zu beschäftigen. Das ist ja auch eine Tendenz, die in der Woche immer wieder mal da war. Die Woche insgesamt war für mich sehr wechselhaft. Es gab Phasen maximaler Angst und Beanspruchung. Was mir sehr geholfen hat, war die Führung von Elisa durch die Woche, wo ich alles sagen konnte und alles aufgegriffen wurde. Ja, als Erleichterung oder ein Glücksgefühl wahrscheinlich schon. Das war in dem Sarg, da war sehr, sehr viel loslassen. Nach einem Tag ging es mir dann richtig gut. Ja, ich werde mich weiter befassen mit der Knochenmeditation. Das heißt für mich in allererster Linie allerdings auch mit dem Widerstand dagegen zu arbeiten. Ja, vielen Dank. Thank you.